ein Airbus A380. Den 570 Tonnen schweren Koloss durch die Luft zu steuern, für viele ginge da ein Traum in Erfüllung. Doch vor dem Weg in das Cockpit eines Verkehrsflugzeugs stehen eine harte Auslese und ein intensives Ausbildungsprogramm. In Deutschland gibt es etwa 10.000 Linienpiloten. Der Job über den Wolken ist begehrt und viele Piloten bekommen ein Gehalt von über 10.000 Euro pro Monat. Auch Andreas Förster will seinen Traum wahrmachen und absolviert eine 18-monatige Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer. Hallo. Schönen guten Tag, ich bin relativ neu. Ich suche die PTN. Ja, dann würde ich einen gerne mal den Weg weisen. Einmal hier geradezu. Ja. Dann wieder geradeaus. Wendeltreppe hoch. Okay. Und dann befindet sich dort die Glastür, da sitzt dann PTN. Ja, perfekt. Ja. Vielen lieben Dank. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Und das wirkt natürlich gleich ganz anders, wenn wir hier so einen riesen Flughafen haben im Vergleich zu Kroatien. Dort in Kroatien hat vor einem Jahr die fliegerische Laufbahn von Andreas mit der Sichtflugausbildung begonnen. Sprit hast du gecheckt? Ja, Sprit habe ich gecheckt, Ölstand habe ich gecheckt, Kühlungsflüssigkeit habe ich gecheckt. Okay. Soweit alles gut aus. Ja, Q-Check, ne? Ja. Also ich habe... Was ist denn das da? Die Öffnung, das ist... Eine gute Frage. Eine gute Frage? Ja. Das ist natürlich schlecht. Das ist richtig. Technische Kenntnisse. Für die dreimonatige Sichtflugausbildung wird eine einmotorige Propellermaschine eingesetzt. Der Solo-Überlandflug ist für alle Flugschüler einer der wichtigsten Meilensteine in der Ausbildung zum Airline-Piloten. Es folgen mehrere Monate Theorie in der Flugschule in Frankfurt, die mit der dreitägigen LBA-Prüfung beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig abgeschlossen wird. Andreas Förster investiert mehr als 60.000 Euro in diese Ausbildung. Ein Versagen will er sich nicht leisten. Andreas' Mitschülerinnen sind gespannt. Ja. Fix und fertig. Komplett. Ich habe so am Anfang ein bisschen hyperventiliert, sodass ich dachte, ich komme gar nicht klar mit der Zeit. Und dann war es wirklich gut. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt ein relativ gutes Gefühl. Ich bin einmal nochmal komplett durch alle Aufgaben. Und ja, ich hoffe, kreuz mal die Finger. Mal gucken. Die LBA-Prüfung ist bestanden. Nach gut einem Jahr geht es für den 27-jährigen Berliner in die Endphase seiner Ausbildung, dem Instrumentenflugtraining auf einer zweimotorigen Piper. In Rostock-Lage wird Andreas bereits in 4 Wochen einen wichtigen Prüfungsflug absolvieren. Dann hat er die ATPL, die wichtigste Linienpilotenlizenz. Checked. Die 2-Mod-Ausbildung beginnt im Simulator. 60. 60 Knoten. 75 rotate. 75 und abheben. Mit solchen Ansagen wird auch ein Verkehrsflugzeug gestartet. Die Anforderungen sind in dieser Ausbildungsphase sehr hoch. Inzwischen erwartet der Fluglehrer bei einem Triebwerksausfall von seinem Flugschüler sofort die richtige Reaktion. Right prop feathered, confirm feathered. Right mixture cutoff, confirmed cutoff. Intercockpit 01, Engine Failure Request. Ein Triebwerksausfall darf Andreas Förster jetzt nicht mehr aus dem Konzept bringen. Das ist ja etwas, was wir sehr, sehr häufig trainieren im Simulator, weil es halt ein Ernstfall ist. Und man möchte natürlich, dass die Piloten oder speziell dann auch wir natürlich auf so eine Extremfälle trainiert sind, dass wir dann nicht sitzen und nicht wissen, was wir tun, sondern genau wissen, zum richtigen Zeitpunkt, was zu machen ist. Von daher kann man das nicht mehr aus der Ruhe bringen. Schon vor Ausbildungsbeginn haben die Flugschüler in aufwendigen Tests beweisen müssen, dass sie mit solchen Situationen umgehen können. Ich merke zum Beispiel, dass ich, als ich am Anfang das Fliegen angefangen habe, da war ja alles ganz neu für mich. Und ich, wenn ich mich auch so früher betrachte, sehr angespannt war. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel mal betrachte, wie ich jetzt in so einem Simulator sitze und fliege, bin ich viel entspannter, viel ruhiger. Man hat schon eine gewisse Routine, obwohl man natürlich immer noch hellwach ist und nicht einschläft dabei, sondern man weiß einfach, worum es geht. Und man ist trotzdem gelassener geworden. Jetzt muss Andreas die Maschine nur noch landen, mit einem Triebwerk. Nicht so einfach, weil der laufende Motor unsymmetrisch am Flieger zerrt. Doch der 27-Jährige setzt die Maschine sicher auf die Landebahn. Er ist absolut auf der Solllinie, das heißt, er ist sogar noch drüber. Also er hat immer noch eine gut ansteigende Lernkurve.
Nach den Trainings im Simulator stehen bald die Flugstunden im realen Flugzeug an. So, Herr Förster, ja. Prima gemacht. Vielen Dank. Wirklich. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist nochmal durchgehen die Notverfahren. Und dann sitzt das morgen im Flieger. Das Fliegen selber klappt hervorragend. Also ich habe da keine Bedenken. Gut, wunderbar. Dann sehen wir uns morgen um 8 Uhr. Jawohl. Schönen Abend noch. Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, es war sehr gut. Hat, ich kann fast sagen, Spaß gemacht. Es war natürlich wie zu erwarten. Wir hatten ja ein gutes Briefing davor. Ich wusste also, was mich erwartet. Und es ist jetzt nochmal eine gute Übung gewesen für den morgigen ersten Flug. Wenn alles gut geht, sitzt Andreas schon in einigen Monaten im Airline-Cockpit. Er hat zwar keine Garantie auf eine Anstellung, aber in der Vergangenheit haben fast alle Absolventen dieser Flugschule ihr Ziel erreicht. Dann wird Andreas Förster möglicherweise einen Airbus A319 durch Europa steuern und für 150 Passagiere verantwortlich sein. Doch bevor die Flugschüler Verantwortung in einer Verkehrsmaschine übernehmen dürfen, müssen sie weitere Prüfungen bestehen. Im Gegensatz zur Ausbildungsphase in Kroatien herrscht in Rostock reger Flugverkehr. Neben Passagiermaschinen nutzt auch die Luftwaffe die Start- und Landebahn. Die Eurofighter des Geschwaders 73 starten immer wieder zu Flügen über der Ostsee. Andreas muss sich auf seinen Flug konzentrieren. Warum beträgt die Steigleistung des Flugzeugs beim Motorausfall nur noch 20% und nicht 50%, was man ja meinen könnte? Also ich denke mal auf jeden Fall, dass wir natürlich erstmal die Hälfte weniger Schub haben. Richtig. Wenn wir dann nur noch ein Triebwerk. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass es auf jeden Fall daran liegt, dass wir natürlich, wenn der Propeller dann steht, auf jeden Fall mehr Widerstand haben. Und das Flugzeug sich natürlich auch in eine Richtung dann bewegt, zur Seite, und wir dadurch natürlich auch nochmal wesentlich mehr Widerstand haben. Völlig richtig. Ja? Ja, sehr schön. Die Piper ist anspruchsvoll zu fliegen. Zwei Motoren, dazu komplexe Instrumente. Die häufigsten Fehler ergeben sich daraus, dass das Flugzeug noch ungewohnt ist. Und dann die technische Komplexität des Flugzeugs. Zwei Motoren und ein Ziehfahrwerk, das zusammen mit der höheren Geschwindigkeit hat schon dann beträchtliche Auswirkungen auf den Schüler. Wie später im Verkehrsflugzeug müssen die Flugschüler bereits während der gesamten Ausbildung streng Checklisten lesen. Before Start Checklist, Battery Master on. Das ist der. Ja. Finstrobe on. Der war hier irgendwo. Hier. Gear Indication 3 green. Es ist auf jeden Fall schon von dem Cockpit-Design her komplett anders. Also es ist jetzt so ein Glas-Cockpit. Das ist wirklich mal was ganz Neues und für mich als Technik-Fan natürlich auch eine tolle Sache. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Also ich freue mich wirklich auch jetzt auf den Flug und gucken wir mal. Muss ich die Bremsen drücken dabei? Die Piper ist den Verkehrsflugzeugen, die Andreas später fliegen will, schon ziemlich ähnlich. Zwei Motoren, ähnliche Instrumente wie bei den großen. Mit insgesamt 360 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 350 Stundenkilometern liegt ihre Leistung allerdings im unteren Bereich zweimotoriger Flugzeuge. Ganz im Gegensatz zum ebenfalls zweimotorigen Eurofighter, der über 74.000 PS verfügt und an die 2.500 Stundenkilometer erreichen kann. Im Funkkontakt mit dem Tower werden er und sein Lehrer zur Startbahn gelotst. Der deutsche Luftraum ist Andreas bisher nur aus der Theorie und Simulatoren bekannt. Auf den Funkfrequenzen ist wesentlich mehr los. Okay, wir müssen eben nochmal stehen bleiben. Setzen wir Fahrtbremse. Vor etwa einem Jahr hat Andreas zum ersten Mal überhaupt ein Flugzeug gesteuert. Nun müssen sich die Schüler bereits zwischen all den Militärjets zurechtfinden. Sie fliegen zum ersten Mal eine zweimotorige Maschine. Und das auch noch im Blindflug. Die Ausbildung zum Linienpiloten geht sehr schnell. Okay, you have control. I have control. Während der ganzen Ausbildungsphase werden die jungen Leute auf ihren Einsatz im Verkehrsflugzeug getrimmt. Checklisten lesen, genaue Aufgabenverteilung zwischen den beiden Piloten. So wird gestartet. Okay, that will be approved. Wind 250 degrees, 8 knots, runway 28, you're cleared for takeoff. Delta X-ray Charlie is cleared for takeoff.
Ball halten so, ja, und Gas geben. Gas. Auf diesem Trainingsflug erwartet Andreas eine Übung, bei der er nicht nach draußen schauen darf. Gleich geht's weiter bei Takeoff. Datex Ray Charlie ist clear for Takeoff. Ball halten so, ja, und Gas geben. Gas. Andreas Förster und sein Fluglehrer starten mit dem zweimotorigen Propellerflugzeug zu einem Übungsflug. Die Verfahren beim Start ähneln denen im Passagierflugzeug. Checklisten lesen, genaue Aufgabenverteilung zwischen den beiden Piloten. 75 rotate. Okay. Positive rate of climb, gear up. Die Schüler müssen in dieser Ausbildungsphase lernen, das Fliegen nach Instrumenten zu beherrschen. Das wird im Verkehrsflugzeug-Cockpit später Standard sein. Für die Übungen muss Andreas eine besondere Kappe aufsetzen, die ihm die Sicht nach außen nimmt und nur einen Blick auf die Instrumente zulässt. Ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel. Nach ein paar Übungen kann Andreas die Kappe heute noch einmal abnehmen. Der Landeanflug erfolgt nach Sicht. Das wird sich bei den kommenden Flügen jedoch ändern. Okay, gear down. Das Fahrwerk wird ausgefahren. Jetzt noch eine gute Landung hinsetzen. So, dann die Klappen fahren. Jetzt langsam anfangen zu flaren und Gas auf Idle ziehen. Dann zurückziehen. Oben lassen, ja, sehr schön. Okay. Gut für die erste Landung. Boah. Nice gewartet. Das sollen sie auch, sie sind der Schüler. Call flaps open. Flaps up, landing light off. Nach rund 30 Minuten hat Andreas seinen ersten Flug auf der zweimotorigen Piper hinter sich. Von Routine kann noch keine Rede sein. Es war, wie zu erwarten, natürlich sehr, sehr spannend. Aber da wir wirklich gut vorbereitet waren im Simulator, war jetzt auf dem Flug nichts, wo ich sagen könnte, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Also es lief alles erwartungsgemäß, aber hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir werden in den nächsten 2 Wochen fortfahren, die Ausbildung auf dieser Maschine zu Ende bringen, sodass dann in 3 Wochen von heute die Prüfung durch das Luftfahrtbundesamt erfolgt. Das ist dann auch nochmal ein 2,5-stündiger Testflug, wo er seine gelernten Inhalte dann unter Beweis stellt. Andreas Förster hat es fast geschafft. Er hat gute Chancen, in wenigen Monaten als Co-Pilot von einer deutschen Fluggesellschaft angestellt zu werden.